Hier vielleicht. Bist du? Nee, du bist Heinz, oder? Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir hier schon... 20%, ja, das ist cool. Also, weil wir den Damen die Kleidungsstücke gebracht haben, haben wir jetzt 20% Entwicklung. Ja, das ist schön. Und ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, ob ich diese Komplettlösung öfter konsolidieren werde. Eher nicht, ich mag das eigentlich nicht. Aber wir werden natürlich trotzdem versuchen, dass wir die Entwicklung der Städte fördern. Wahrscheinlich müssen wir ja wirklich nur mit den ganzen Items, die wir bekommen, halt in den ganzen Städten rumlaufen. So, okay, hier, nee. Aber wo ist jetzt der Kunstliebhaber? Haben wir jetzt irgendwas verpasst? Ach ja, die Kneipe. Hier. Da war aber noch nicht drin. Also diesmal. Und der ist immer da. Ja, bla bla bla. Und jetzt kommt seine Frau und zieht ihn wieder nach Hause. Genau, geh wieder an die Arbeit. Also der Kunstschmied, den meinte ich natürlich nicht, Kunstliebhaber. Sam, es tut mir sehr leid. Gut, ich bin über die Sache mit Amanda hinweg. Ah, sehr gut. Ich erfand eine Maschine, die Gespräche über weite Strecken zulässt. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand so etwas benötigt. Aber jetzt bin ich sicher. Wenn du fernab bist, kannst du den anderen deine Gefühle mitteilen. Wenn ich nur einem Menschen helfe, hat die Maschine den Zweck erfüllt. Oh ja, ich vergaß dich zu belohnen. Komm mit mir zu meinem Haus. Das ist schön. Ah, cool, okay. Also wie es aussieht, der hat sich auch schön beruhigt. Ja, dann erhalten wir da auch noch was Tolles. Servieren nur harte Sachen. Verschwinde, wenn dir das nicht passt. Ja, ja. Ja, die ist die... Ah, was ist in dieser Flasche dort? Darf ich mal... Also der geben wir die Weinflasche. Ja, komm, Prost. Koste ruhiges, köstlicher Wein aus Leune. Oh, cool, schenk ein. Ah, fabelhaft. Ein einzigartiger Genuss. Ich glaube, das Zeug wird sogar Frauen schmecken. Hey, ein Hochgenuss. Dieser Wein, fabelhaft. Das muss ich all meinen Freunden erzählen. Ja, wunderbar. Wir sorgen für Wirtschaft. So. Ich wollte mich mit diesen Superbiene anfreunden. War wohl nichts. Jetzt sah ich sie auf der anderen Seite der Brücke. Was? Wie? Wem? Wo? Nein, das Glück in der Lotterie probieren wir definitiv nicht. So. Aber wo ist jetzt der Kunstschmied? In dieser Stadt lebt ein Kunstschmied. Er ist sehr begabt. Alle Menschen lieben ihn. Genau. Das ist schön. Deshalb müssen wir ihn finden. Weil ich habe ein Kunstwerk. Das sind die drei Mädels vom Bau. Tom, mit dem haben wir schon gesprochen, der macht nur schmackhafte Speisen. Hier sind die Kinder. Bist du Perrys Freund? Dann bist du auch unser Freund. Ja. Kommt das Ölgemälde. Rüsten wir doch nochmal aus. Vielleicht gibt es irgendwem, der dem das interessiert. Genau, Moronia, ja, das wissen wir schon. Ich lese nur manchmal zwei, dreimal, weil ich nicht weiß, ob ich mit den Leuten schon gesprochen habe. Vielen Dank. Ja, oder ist das eh der Kunstschmied? Oder ist das Tom? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Tom. Ah, Sam meinte ich natürlich. Ich habe hier einen Kristall. Willst du ihn? Ja, natürlich will ich ihn. Das ist wohl die Belohnung für die Quest. Yay! Ich habe noch jede Menge neue Ideen für fantastische Erfindungen. Ja, das ist schön. Dann, ich gehe mal raus und wieder rein und gucke mal, hast du schon was Neues umgesetzt? So. Nö. Okay. Gut. Ja, wie es aussieht, haben wir hier dann alles gesehen vorerst. Bis auf diesen, Kunstschmied. Aber das ist wahrscheinlich jeder Erfinder, könnte ich mir vorstellen. Ja, dann gehen wir nochmal schnell Richtung Seestadt. Als Seeheim meinte ich natürlich, weil wir haben ja noch... Moment, wir haben die Kamera natürlich, wir müssen ein Foto machen. Nicht das, nein, nein, nein. Foto machen. Ausgerüstet, yay. Zack, und in Seeheim ein Foto gemacht. Boah, wir haben so viele Fotos, die wir zurückbringen können. Nach Leure ins Reisebüro. Leure wird sicher ganz groß werden. Wirst du vergiftet? Ja, das weiß ich. Danke, danke, danke. So, jetzt ist nur die Frage, wer mag vielleicht das Ölgemälde? Mag das hier irgendwer? Ich habe es ja gelesen in der Komplettlösung, aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Kann mir nicht vorstellen, dass es hier der Müller war, oder? Ich liebe es, in Ruhe das Feld zu bestellen. Sollte ich? Ja, genau. Okay, also ich glaube nicht, dass der das will. Nee, und sie? Willst du das? Sie ist doch die mit dem Sohn, der Servas heißt. Ja. Wie man einen Sohn Servas nennen kann, das weiß ich zwar auch nicht, aber gut.
Ah, hier der Typ wieder. Oh, ich sah etwas, ich arbeite, blitzt etwas am Himmel, dann raucht es und stürzte in den See. Was für ein Spektakel. Tja. Oh, alter Mann. Vor einiger Zeit sah ich ein Mädchen in eines der Häuser gehen. Danach habe ich sie nie wieder gesehen, wo sie wohl abgeblieben ist. Ja, genau das ist der entscheidende Hinweis, den wir eventuell verfolgen sollten. Ja. Und es gab ja dieses tolle Haus hier. Wo man übrigens das Ding da mitnehmen kann. Ah, er hält ein Blech. Ja, wunderbar. Hey, es sah immer so verdächtig aus, aber naja. Haben wir irgendwie nicht geschnallt. Und dann, oh, ein Regal. Können wir das eventuell beiseite schieben? Nein, bitte schlag mich nicht. Ich suche Will. Was? Bist du ein Freund von Perry? Das ist schlimm. Ich habe mich um Will gesorgt. Ist Perry sauer? Will ist weg. Ich weiß nicht, wo er steckt. Ja, den finden wir. Das ist kein Problem. So, geh mal raus und nochmal rein. Was ist jetzt mit dem Mädchen? Will ist weg. Ich weiß nicht, wo er steckt. Ja, also das bedeutet, du gehst hier nicht weiter. Haben wir hier schon Wachstum? Heinz, erzähl mir was. Haben wir Wachstum hier? Ne? Null. Toll. Das ist nicht viel Wachstum. Wenn wir nochmal gucken, hier irgendwo ein Kunstliebhaber vielleicht da? Die vielleicht? Na, gute Güte. Nee, ich glaube also die Dame. Nee, eher definitiv nicht. Hm. Schauen wir mal hier. Was haben wir hier noch so Schönes da? Und du? Mutter sagte, dass Frauen... Ja, genau, das ist die Nixendame. Ja, schön. Boah. Nein, die mag sicher keine Kunst. Nein, ich habe keine Vorurteile gegen Schwarze. Magst du Kunst? Inzwischen habe ich einen neuen Freund. Hollerö. Ja, das ist so nett, diese Unterhaltung. Also wirklich. Oh, eine Kuh. Oh. Ja. Hier vielleicht? Boah, bist du ein Kunstliebhaber? Wenn ich sie brate, werden sie ganz schwarz und ungenießbar. Was soll ich tun? Klein. Komm, mach. Du solltest sie klein schneiden. Klein schneiden, das probiere ich. Ich hatte eine Vision. Die Welt braucht mich und meine Kochkunst. Ach ja. Haben wir irgendwas, was wir dem geben können? Nee, wir haben ja sonst... Wir hätten dieses Blech, aber das braucht er ja definitiv nicht. Nö. Kann ich mir nicht vorstellen, für was. Also scheinbar gibt es hier auch keinen, der Kunst mag. Außer vielleicht im Inn, da gucken wir noch rein. Kunst? Welch eine nette Überraschung. Wir bekommen hier selten Besuch. Ja, bla bla bla. Keine Übernachtung. Du? Ich bin auf der Suche nach dem Drachenanker. Ja, gut, bla bla bla. Drachenanker brauchen wir natürlich nicht. Oh, es ist unheimlich dort, wirklich? Das ist nur der Laden, der will mir Dinge verkaufen, die ich nicht brauche. Ja, das ist so Standard bei Läden und Ladenbesitzern. Sollte ich vielleicht doch übernachten? Ach nee, komm. Gut, ich glaube, dass ich das Kunstwerk erstmal behalten muss. Ein bisschen hundertprozentig sicher bin ich mir natürlich nicht, aber das Gute ist, wir können ja überall wieder hin. Es dauert halt nur ein Stündchen oder zwei oder drei, aber das ist ja nicht so tragisch. So, aber gut, wir haben alle möglichen Sachen erledigt. Moment, jetzt gucken wir nur noch mal kurz da rein und sagen doch den kleinen Kindern, dass wir... Bist du immer schon hier rumgelaufen? Hallo? In Liotto, ja genau, das ist die Dame, die uns sagt, dass es in Liotto das ganze Jahr Feste geben soll. Und Liotto ist ja... Oh, das ist neu. Ist die Stadt schon... Die ist schon gewachsen. Gibt's das? Das Touristbüro hat viele Reiseinformationen über andere Städte. Die Menschen erfahren durch uns viel über fremde Länder. Aber leider haben wir nicht alle Informationen. Wenn du Fotos aus fremden Ländern hast, würde ich sie gerne sehen. Ja, ich, ja. Also ich sollte vielleicht die Kamera... Moment. Die Stadt hat sich schon weiterentwickelt. Das ist jetzt interessant. Jetzt, ja. Müssen wir wohl oder übel doch nochmal durchgucken hier. Hey, ich sehe, fotografierst du gerne. Darf ich sie sehen? Klar. Leute, weitergeben? Wie schön, Leute, nicht wahr? Nun können alle Leute sehen, wie schön es dort ist. Weitergeben? Ja, bla 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 bla. Muss ich jetzt die Fotos nochmal sammeln? Hast du dich nach dem Lesen des Buches zum Reisen entschlossen? Welches Buch? Ja, ich mache sicherheitshalber das Foto nochmal. Jogging ist sehr gesund, aber auch richtig anstrengend.
Ja, die Stadt hat sich echt schon weiterentwickelt. Das ist ja interessant. Dank der Schifffahrt ist Liberita ständig gewachsen. Wenn das so weitergeht, werden Menschen aus aller Welt kommen. Ja, natürlich. Und wer ist dafür verantwortlich? Ich natürlich. Oh, das Hotel ist auch groß geworden. Hallo, junger Mann. Willkommen in Liberita. Die Person, die vorher hier war, keine Ahnung. Ich hörte, dass sie gefeiert wurde. Ja, ich weiß nicht warum. Sie hatte aber auch keine Freunde. Seltsam. Eine Übernachtung kostet dich 10 Taler. Nee. Besuche mich. Ja, natürlich besuchen wir dich bald wieder. Oh. Heinz? Ist das Heinz? Ja, cool. So, 40% schon? Wow, das wundert mich jetzt. Ich beschäftige mich mit Tieren. Pinguine leben in Grönland. Sie leben fast genauso wie wir Menschen. Als ich dort war, sah ich, dass ein Pinguin einen Edelstein besitzt. Leider konnte ich nichts Genaueres herausfinden. Okay. Ja, das ist natürlich nix. Das Zimmer ist leer. Guck mal da rein. Zack. Ach, gucke mal. Ihr flotter Tanz und meine Gitarrensound werden uns berühmt machen. Mein Tanz versetzt jeden Mensch in Trance. In Liberita hat jeder die Chance, seine Träume zu verwirklichen. Ja, vor allem wenn Liberita größer wird und größer wird und größer wird, dann ist das natürlich ganz toll. So. Gut, ich wollte eigentlich weiterlaufen, aber ich muss jetzt die Stadt wieder durchschauen, das hilft alles nicht. So, die Händler, haben die jetzt was Besseres? Händler, hast du jetzt was Besseres für mich? Willkommen! Was ist das? Halt, tödliche Ver... Was? Hebt einen Fluch auf? Ja komm, nehmen wir da drei mit. Was das auch immer sein soll. Und da nehmen wir zwei mit und jetzt haben wir eh bald kein Geld mehr. Ich würde ja gerne Sachen verkaufen, aber das geht leider nicht. Waffen. Hey Freund. Drei, okay. Wow, der wäre besser, aber ich habe kein Geld. Ja, blöd, ich habe kein Geld. Das ist sehr schade. Und Rüstungen gibt's auch noch. Ey, wenn ich kauf, klickt raus. Ja, das gucken wir mal. Wow, die Rüstung, die wären... Ah, das wäre alles sehr stark, aber ich kann es mir alles nicht leisten. Markt. Was? Zu groß, so ein Mist. Niemand will diesen Vogel kaufen. Hey Kumpel, willst du diesen Vogel kaufen? Wird ein prima Hähnchen. Für 5000 Taler gehört er dir. Kein Bedarf, ich habe leider keine 5000 Taler. Alles klar, ich nehme ihn. Mit den richtigen Gewürzen zubereitet. Ach, gucke mal. Und Frösche hat er auch noch. Das ist ja interessant. Alter, dass das noch nicht verboten ist, müssen wir schon gucken, dass wir diese Zivilisation schnell weiterbringen, weil sowas gehört verboten. Also das geht ja gar nicht. Ah, das war sogar ein Keller. Oh mein Gott. Geschäfte im Keller. So, gucken wir noch zum Magier. Ja, der sieht immer noch gleich aus. Okay. So, was haben wir sonst noch hier? Das Wirtshaus, ist das auch noch anders? Ja, das ist größer geworden. Dieser Wein, fabelhaft, das muss ich all meinen Freunden erzählen. Ja, das ist ein freies Land. Ja, jetzt kommt natürlich... Hey, du scheinst wohl heute Ausgang zu haben. Was? Was ist dabei, mal einen zu trinken? Was? Achso. Okay, also der wird jetzt nicht abgeführt. Also die Stadt hat sich wirklich weiterentwickelt. Wir servieren nur harte Sachen. Verschwinde, wenn dir das nicht passt. Bis auf den Wirt, der sagt immer noch dasselbe. Tja, Wirt, du müsstest auch mit der Zeit gehen. Was kaufst du jetzt? Ja, immer noch dasselbe Geraffel. Das will kein Mensch. Lass das, Alter. Das brauche ich nicht, das Geraffel. So, gucken wir hier rein. Ah, diese haben sich auch... Sieh nur die Kleider, die du uns gabst. Sie passen wie angegossen. Ja, bla 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 bla. Ach, jetzt können wir auch mit der Ollen da hinten rein. Ja, die sagt natürlich genau dasselbe. Ihr drei seid euch ja so richtig einig. So, Rinda. Oh, wer ist denn ihr? Guten Tag, ich bin das Hausmädchen. Ob ich es hasse? Eigentlich nicht. Heutzutage ist das eben so. Ich will da auch dagegen drücken. Hausmädchen, ja. Ich verstehe schon, was du für eine Rolle in diesem Haushalt hast, du großer, dunkler Mann. Ja. Nee, natürlich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. So. Hier? Tom. Ich heiße Tom. Jeder in der Stadt kennt mich als Feinschmecker. So, das ist der Typ, der mit den Speisen.
Und hier ist ein Kristall, den krallen wir uns natürlich. Warum auch nicht, ne? Einfach mal das Eigentum von Tom klauen. Tja. Ja, das weiß ich, bla bla bla. So, Touristeninfo ist auch schön, aber wir gucken natürlich hinten in die dunklen Gassen. Moronia ist die letzte Zuflucht. Ja, das wissen wir auch schon, die sprechen auch nichts Neues. Schade. Dann gucken wir nach Moronia und ist hier. Ach, die haben auch ausgebaut. Anita sagte, sie wird Will treffen. Er baut in Sierra ein Flugzeug. Ah, okay. Bist du Perrys Freund? Gut, die sagen auch nichts Neues. Sollten wir vielleicht doch noch mal kurz in den See zum See gucken? Ich weiß nicht. Ah, John ist auch weiter. Hallo, dank deiner Hilfe verstehe ich schon mehr von Elektrizität. Ich denke gerade über das Abschussexperiment nach. Kannst du mir noch einmal helfen? Ja, komm sehr gerne. Was soll ich als nächstes tun? Du musst den Knopf an der linken Seite gleichzeitig mit mir drücken. Ich werde dir ein Zeichen geben. Da bin ich ja gespannt. Moment. Fertig. Eins. Zwei. Und drei. Wow, irgendwas passiert. Oh mein Gott. Yeah. Wir haben es. Schau hin, das ist elektrisches Licht. Es ist klein und schwach, aber es wird wachsen. Menschen werden bei ihren Häusern bei Nacht mit diesem Licht erhellen. Wie einst das Feuer den Menschen den Fortschritt brachte, wird das elektrische Licht die Entwicklung beschleunigen. Ich hoffe, dass uns dieses Licht den richtigen Weg weisen wird. Ich bin dir sehr dankbar. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor mir. Ich muss herausfinden, wie ich das Licht zu den Leuten bringe. Aber das wirst du schon schaffen, Freund der Berge. Ich gehe mal da rein. Gut, hier strahlt alles normal. Ist ja alles noch so Cyberspace-mäßig. Gut, wir gehen aus dem Haus raus und nochmal rein. Vielleicht können wir ihnen ja gleich nochmal helfen. Nö, John? Nö. Aber ist gut, vielleicht hat dann die Stadt gleich noch das nächste Wachstumslevel bald. Was ist hier drin? Sam, natürlich. Hollerö! Hört nur! Eine Maschine, mit der man über weite Strecken sprechen kann. Ist jetzt vollendet. Ja, wenn du glaubst, ich lüge, sprich zu der Maschine im Hinterzimmer. Wie jetzt? Achso, du musstest erst ausbauen, dass es funktioniert. Und hier? Hallo? Hallo? Ich bin Sam. Kannst du mich verstehen? Hörst du meine Stimme laut und klar? Ja, okay. Hat noch leichte Probleme, aber er hat den Telefonapparat erfunden. Ja, super. Also in Libertia wird alles toll erfunden, was die Menschheit weiterbringt. Klar, wenn jeder so eine Maschine hat, ist niemand mehr einsam. Ja, mein Wunsch wurde erfüllt. Du bist mein Held. Liberita. Habe ich Libertia gesagt? Ich meinte natürlich Liberita. Okay. Gut, recht viel mehr, wie es aussieht, haben wir hier nicht zu erfüllen. Aber jetzt gucken wir nochmal rein, weil vielleicht ist sie ja nochmal gewachsen. Nö. Nicht. Nö, nö, nö. Gut, dann gucken wir nochmal hier zu den großen Lacke hoch, weil vielleicht finden wir jetzt hier irgendwie den Typen, der mit dem Flugzeug Testflüge macht. Aber es sieht nicht so aus, oder? Lalala. Ich meine, das ist ja nicht eine große, ein großer See ist das ja nicht, das sind ja viele kleine Seen. Ja. Nicht ein großer. Vielleicht hier oben? Lalalala. Nö, hier ist auch nichts. Und das ist ja eine Halbinsel. Nun gut, naja. Okay. Gut, dann haben wir jetzt, wie es aussieht, hier endlich mal alles erledigt, was wir erledigen können. Oder jetzt gucken wir nochmal darin. Vielleicht ist die Stadt ja schon weiterentwickelt. Und. Seeheim? Nö, sieht noch gleich. Ja, ist noch dasselbe Bauerndorf wie vorher. Mehr Kühe sind da. Also die erste Weiterentwicklungsstufe, wie es aussieht. Statt zwei haben wir drei Kühe hier. Ja, toll, wunderbar. Gut, gut, gut. Naja, raus da. Und wie gesagt, jetzt gucken wir weiter. Können wir hier was klauen? Nö. Ich will schon wieder klauen. Es ist schlimm mit mir. Also ja, wie gesagt, es gäbe einen Weg, den wir eigentlich weitergehen müssten. Und der geht über diese Brücke. Und diese Brücke haben wir ja nicht umsonst gemacht. Nur wir müssen einen Weg gehen, den wir vorher nicht gehen wollten. Denn wir wollen natürlich nach Südamerika. Ja. Jetzt sind wir in Nordamerika und wir wollen Südamerika aufsuchen. Dazu müssen wir hier durch. Also wir müssen Guyana durchschreiten. Nochmal.
Das ist leider, das hat die Menschheit noch nicht geschafft, hier eine Zuglinie durchzubauen, aber das wird hoffentlich noch passieren, damit wir uns diesen beschwerlichen Weg nicht immer aufnehmen müssen. Und kann ich mit der Pflanze noch sprechen? Die macht nur seltsame Geräusche. Ach, das ging jetzt schnell. Okay. Ja, und hier müssen wir uns ganz genau umsehen, weil da gibt es das Haus am See.